Markus Hübner letztes Jahr oder ein bisschen früher bei uns gewesen war im Theater, war ich sofort dabei und bei Sibelius hat er auch gefragt. Und wir haben gesagt, sofort, wir sind dabei, wir wollen dieses Projekt unterstützen. Und das Orchester ist immer eine schöne Sache, dass wir auch für uns spielen, aber auch, dass wir die Bands begleitet, finde ich immer ein Plus. Es gibt diese Sound vom Orchester, die zum Glück nicht wirklich so reproduziert wäre, elektronisch. Und da haben wir dann eine große Rolle, um die Künstler zu unterstützen. Wir machen schon viel, wir haben eine Reihe im Theater, wo wir wirklich Crossover-Konzerte schon machen. Deswegen, das Orchester ist nicht unerfahren in diesem Genre, sage ich einfach, ungewöhnliche Künstler zu begleiten. Und bei Thomas D., wenn wir jetzt die Probe haben, dann lasse ich mich auch überraschen, weil das ist das erste Mal, wo wir wie ein Rapper was machen. Also ich glaube, unsere Rolle als Orchester und der Botschaft, das Orchester bringen, ist dann, wir können gemeinsam als Orchester, wir sind eine große Gruppe von Leuten, wir machen gemeinsam Musik mit vielen verschiedenen Ländern drin, also Nationalität sind sehr viel im Orchester und das ist eine Botschaft von Zusammenspiel, Zusammensein, von Frieden zwischen die Menschen, glaube ich, ein Orchester in sich. Und das ist eigentlich der Botschaft, dass wir sagen wollten. Und das ist für die Flüchtlinge, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, die Krieg gerade flüchten, dass wir hier gemeinsam einen Weg finden, zu leben zusammen. Und das ist einfach das Wichtigste.